Mein Name ist Nathalie. Ich bin Radsportlerin und Triathletin. Bei einer Trainingsradtour an einem schönen Sommertag überwältigte mich ein Fremder und zerrte mich in seinen Wagen. Hallo Nathalie. Maja möchte von dir wissen, wie wurdest du entführt? Es war letztes Jahr an einem schönen Sommertag, 2 Monate nach der Geburt von unserem kleinen Kind. Ich habe mich gefreut, dass ich einfach wieder Radfahren gehen kann. Und habe dann eine Route gewählt, die ich eben schon lange nicht mehr gefahren bin. Ich glaube, es war gegen 16 Uhr. Ich war so ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs. In einer Bergaufpassage ist mich plötzlich ein Auto von hinten angefahren. Ich bin zur Seite gestürzt, bin aufgestanden, habe gemerkt, okay, mir fehlt nicht viel. Ich war auf der rechten Hüfte ein wenig offen, aber ja, wollte dann eben den Unfall klären. Bin dem Autolenker entgegengegangen, der mir auch entgegengegangen ist. Und dann habe ich plötzlich Schläge gespürt, habe die Hände vors Gesicht gehalten, bin zu Boden gegangen. Und später habe ich dann erfahren, dass derjenige oder der Autolenker mich in sein Auto gezogen hat und mich zu seinem Haus gebracht hat. Kim möchte von dir wissen, an was für einem Ort wurdest du festgehalten? Es war sehr versteckt, also man findet auch die Hauseinfahrt nicht. Es geht über eine Schotterstraße eben zum Haus hin. Das Haus war mitten im Wald. Und es war dreckig, es hat gestunken, es war alles sehr heruntergekommen. Er hat mich zuerst gefesselt, ins Haus gezerrt und dann in einen Schrank verfrachtet. Die Schranktür zugemacht und gesagt, er muss jetzt weg und er kommt wieder und ich soll ruhig sein. Und da habe ich dann mein Bewusstsein wieder verloren. Als ich wieder zu mir gekommen bin, lag ich dann auf einem Bett, war komplett nackt und konnte nur durchs Fenster sehen, dass es schon langsam dämmerig wird. Pago fragt sich, kanntest du den Entführer? Nein, also obwohl er aus der gleichen Ortschaft kommt wie ich, habe ich den Entführer noch nie im Leben zuvor gesehen. Okja möchte wissen, wie hat der Entführer dich behandelt? Er hat mich sofort gefesselt. Durch die Schläge ist mir mein Arm und mein Schädelknochen gebrochen worden, weshalb ich wahrscheinlich auch das Bewusstsein immer wieder verloren habe. Der gebrochene Arm ist ständig einmal vorm Körper, einmal hinterm Körper gefesselt worden. Der Mund ist mir zugeklebt worden. Er hat mehrmals versucht, mich zu ersticken mit Stofftüchern. Aber andererseits war er wieder sehr eigenartig höflich. Also er hat mich immer mit Sie angesprochen. Man hat schon gemerkt, dass irgendwas mit dem Entführer nicht stimmt, dass er irgendwie sehr eigenartig ist. Über was habt ihr gesprochen? Ich konnte erstmal gar nicht viel sprechen, weil mein Mund immer gefesselt war und immer gesagt hat, ich muss leise sein. Und er hat mir eigentlich hauptsächlich Anweisungen gegeben, was ich tun soll oder nicht tun soll. Wollte mit mir dann ein Glas Wein trinken, wobei er mir einfach die Flasche in den Rachen gesteckt hat quasi. Wollte mich dann auch baden, wo ich mich zuerst gewehrt habe. Danach hat er versucht, mich zu ertränken in der Badewanne. Also es war jetzt erstmal nicht wirklich ein Gespräch, sondern ich habe einfach versucht zu überleben und still zu sein. Was hast du in dem Moment gedacht? Am Anfang habe ich geglaubt, das ist alles nicht wahr, das ist ein Film. Bis ich irgendwann realisiert habe, okay, es ist wohl doch wahr und einfach die Hoffnung mir aufgegeben habe, irgendwie noch heil aus dem Ganzen herauszukommen. Lotte möchte von dir wissen, hat ein Entführer dich sexuell missbraucht? Anfangs wusste ich es nicht, weil er mich einfach nackt ausgezogen hat und ich doch bewusstlos war. Laut Untersuchung im Krankenhaus hat er mich aber nicht sexuell missbraucht. CVN fragt sich, hattest du Todesangst? Ja, eigentlich ständig. Also er hat schon im Auto das erste Mal versucht, mich zu ersticken. Ich habe die ganze Zeit geglaubt, keine Ahnung, er will mich zuerst quälen und dann umbringen. Dann hat er mich so lange unter Wasser getaucht, dass ich, glaube ich, kurz davor war zu ertrinken oder zu ersticken. Und meine Gedanken waren eigentlich nur, ich mag irgendwie wieder nach Hause und einfach weiterleben. Warum glaubst du, hat er nicht zu Ende gebracht? Ich weiß es nicht. Also sicher auch, weil er psychisch krank war und vielleicht selber gar nicht so genau gewusst hat, was er da tut. Und vielleicht sich dann im Endeffekt auch nicht wirklich getraut hat, glaube ich. Linda fragt sich, warum hat er das getan? Ich glaube, weil er ein sehr einsamer Mensch ist. Also er hat dann auch von seinem Leben erzählt, dass eben seine Eltern beide nicht mehr im Leben sind, er bei seinen Großeltern aufgewachsen ist,
von denen auch das Haus geerbt hat und dann eigentlich die Großeltern auch gestorben sind und er in seinem Leben einfach gar keine Freunde gehabt hat, mit denen er irgendwas unternehmen kann. War die Entführung geplant? Ich glaube schon, weil warum sollte man, wenn man niemanden anfahrt, sonst Klebeband, ein Seil, einen Stock, so einen Schlügel dabei haben? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Zufall war. Zoe möchte von dir wissen, wollte er Lösegeld? Nein, er wollte kein Lösegeld und hat auch keinen Kontakt zur Außenwelt aufgenommen. Hat er zu dir gesagt, was er will? Nein, er hat eigentlich immer zu mir gesagt, dass ich am nächsten Tag wieder eine freie Frau sei und dass ich tun soll, was er mir sagt. Aber er hat dann eigentlich nicht viele Anweisungen gegeben, außer dass ich eben still sein soll, in die Badewanne gehen soll, Wein trinken soll, ja. Azumi Imusa möchte von dir wissen, hast du dich gefragt, warum gerade ich? Natürlich fragt man sich das. Ich habe mir auch irgendwie die ganze Zeit Gedanken gemacht, ob er mich vielleicht irgendwie kennt oder vielleicht schon öfter gesehen hat, dass ich da Rad gefahren bin. Aber ich glaube, es war einfach wirklich nur Pech. Weil ich bin da schon lange nicht mehr mit dem Rad vorbeigefahren und habe ihn noch nie davor gesehen. Und es ist sogar am Tag zuvor eine andere Radfahrerin belästigt worden. Marie möchte von dir wissen, hat die Polizei nach dir gesucht? Mein Freund hat natürlich nach mir gesucht. Der hat auch unser kleines Baby derweil daheim gehabt und hat immer auf ihn aufgepasst, hat dann die Schwiegereltern geholt, dann zur Feuerwehr und zur Polizei. Die Feuerwehr wollte zuerst nicht suchen, weil sie sagen, sie beginnen, glaube ich, erst nach 12 Stunden zu suchen. Mein Freund hat ihnen dann eben klargemacht, dass ich nie länger als eine Stunde weg bin, weil ich dann so unser Baby einfach auch noch gestillt habe. Und daraufhin hat dann eigentlich eine Riesensuchaktion begonnen. Also mein Freund hat auf Facebook auch alle Freunde gebeten, sie sollen helfen zu suchen. Insgesamt haben mich über 200 Leute an dem Amt gesucht und der Hubschrauber ist geflogen. Ja. Trent fragt sich, wie konntest du entkommen? Im Endeffekt, glaube ich, wieder durch großes Glück. Also mir ist aufgefallen, in dem verwahrlosten Haus, wo überall Dreck war, wo, glaube ich, nicht einmal der Strom funktioniert hat, weil kein Licht war, war eine einzige Sache wirklich schön gepflegt und das waren die Orchideen. Also im ganzen Haus waren sicher 20 schöne Orchideenblumen oder Stöcke. Und irgendwie aus meiner Panik und Verzweiflung heraus habe ich den Täter darauf angesprochen, dass eben seine Orchideen schön sind und wie er sie pflegt und was er damit macht. Und daraufhin hat mir eben der Täter so seine ganze Lebensgeschichte erzählt und das, warum er das tut. Und daraufhin sind wir ins Gespräch gekommen und dann habe ich vorgeschlagen, wir könnten das Ganze ja wie einen Unfall aussehen lassen und sagen, ein Reh wäre mich angefahren und wenn er mich jetzt nach Hause bringt, dann hat das vielleicht auch keine Konsequenzen für ihn. Und darauf ist er halt eingestiegen. Das hat er dir geglaubt? Am Anfang war ich selber noch super misstrauisch, weil ich mir gedacht habe, okay, das kann er jetzt nicht wirklich glauben, dass ich dann nicht die Polizei hole. Oder er hat mir sogar seine Handynummer aufgeschrieben, gesagt, ich soll mich melden und vielleicht können wir ja Freunde werden, hat er gemeint. Und dann hat er mich tatsächlich heimgeführt. Zuerst hat er meine Fesseln gelöst und mich eigentlich mit nach draußen begleitet. Und dann wollte er noch irgendwas aus dem Haus holen und in dem Moment habe ich überlegt, soll ich jetzt weglaufen, soll ich wirklich in das Auto einsteigen? Also ich habe mich dann entschieden, nicht wegzulaufen, weil ich mir gedacht habe, okay, ich weiß nicht mal, wohin ich laufen muss. Ich hatte ja keine Ahnung, wo ich hin muss, weil ich die Autofahrt auch nicht so ganz miterlebt habe. Und bin dann in das Auto eingestiegen. Und dann hat er mich zuerst in die falsche Richtung geführt und ist wieder stehen geblieben. Und da habe ich wieder geglaubt, er bringt mich jetzt um und vergräbt mich da irgendwo. Galaxis möchte von dir wissen, wie lange warst du gefangen? Es waren im Endeffekt dann 7 bis 8 Stunden. Also es war circa von 4:30 nachmittags bis circa Mitternacht. Leonie Schneider fragt sich, hast du an deine Rettung geglaubt? Ich kann mich noch genau erinnern, dass ich dort auf dem Bett gelegen bin und den Hubschrauber gehört habe. Und da habe ich gewusst, okay, mich suchen die Leute. Es hätte auch irgendein Hubschrauber sein können, aber ich war mir sicher, mich sucht da draußen jemand. Die Hoffnung war relativ gering, dass mich dort in dem abgelegenen Haus irgendjemand finden würde. Yuma Cole fragt sich, wie hat dein Partner reagiert, als er dich wiedergesehen hat?
Eigentlich haben wir zuerst telefoniert. Also ich war dann wieder zu Hause, bin ins Haus hineingelaufen und meine Schwiegermutter war dort und hat auf unseren kleinen Sohn aufgepasst. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, meinen Freund anzurufen und danach eigentlich erst die Polizei. Er war einfach so erleichtert, weil er nicht mehr daran geglaubt hat, nach stundenlangem Suchen, dass er mich noch lebend finden würde. Piskes Pal möchte von ihr wissen, wie hat die Polizei den Entführer gefasst? Die Polizei war dann ziemlich bald vor Ort und hat mir natürlich gleich Fragen gestellt. Sie haben dann ziemlich bald meinen Radcomputer ausgewertet, der noch im Fahrrad oben war. Und mit Hilfe des Radcomputers haben sie genau das Haus lokalisieren können, weil der noch weitergelaufen ist. Buff fragt sich, hast du den Entführer nochmal wieder gesehen? Gott sei Dank nicht. Also auch bei der Hauptgerichtsverhandlung habe ich meine Aussage zuerst machen dürfen. Die wurde auf Video aufgenommen und ich habe dann eben nicht in den Gerichtssaal müssen und den Täter somit nicht wiedersehen. Hat er vor Gericht gesagt, warum er es gemacht hat? Ja, der Täter hat gesagt, er hatte sexuelle Absichten, hat sich aber dann im Endeffekt nicht drüber getraut. Nicole Lüthier möchte von dir wissen, was für eine Strafe hat der Täter bekommen? Der Täter hat 7 Jahre Gefängnis bekommen und eine Einweisung in eine Anstalt für geistige Normenrechtsbrecher. Findest du die Strafe gerecht? Gerecht ist schwer zu sagen. Ich glaube, die Einweisung ist auf jeden Fall gut, weil irgendwie auch nicht damit zu rechnen ist, dass er wieder freikommt und ich mich so einfach sicher fühlen kann. Tom möchte von dir wissen, hat er sich bei dir entschuldigt? Nein, der Täter hat sich nicht bei mir entschuldigt, aber er hat auch eigentlich bei der Gerichtsverhandlung noch immer keine Reue gezeigt. Also der versteht auch gar nicht, was er da eigentlich gemacht hat, glaube ich. Filou fragt sich, wie hat die Tat dein Leben verändert? In gewisser Maßen auch zum Positiven. Also ich muss sagen, dass ich seitdem einfach viel bewusster bin, wie gut es mir eigentlich geht. Bewusster bin, dass jeden Tag aufzuwachen nicht selbstverständlich ist, dass das Leben einfach nicht selbstverständlich ist. Und bin einfach ja, unfassbar froh, noch am Leben zu sein und dass ja, das Ganze doch noch ein gutes Ende genommen hat. Lilith fragt sich, hast du Angst vor dem Tag, an dem der Entführer wieder freikommt? Mittlerweile schon etwas weniger, aber am Anfang war die Angst sicher sehr groß. Ich habe dann auch vor Gericht immer ausgesagt, dass wenn der Täter wieder freikommt und er weiß, wo ich wohne, dass wir dann einfach wegziehen müssen, beziehungsweise ich mich nicht sicher fühle. Anfangs hatte ich sogar Angst, dass, keine Ahnung, irgendwie aus seinem Verwandtenkreis mich eventuell aufsuchen könnte und quasi Rache ausüben will. Mittlerweile, glaube ich, ist das eigentlich sehr unwahrscheinlich. Pief fragt sich, hast du bleibende Schäden? Ich habe noch immer ein Metallstück jetzt im Unterarm, der gebrochen war. Am Hinterkopf eine Delle, die nie wieder verheilen wird. Und ich habe noch immer wieder Panikattacken. Also allein schon heute irgendwie die Anfahrt hier zum Studio war irgendwie ungut, weil man weiß, okay, U-Bahn und fremde Stadt. Und also immer, wenn ich im Straßenverkehr bin oder irgendwo viele Leute, also ich schaue immer um mich herum, denke mir, okay, mag irgendwie alles im Blick haben, wo die Leute sind. Radfahren bin ich auch noch immer sehr ängstlich. Und oft, wenn ich einfach Männer sehe, die dem Täter etwas ähnlich schauen, bekomme ich richtig Angstschweiß und Panikattacken. Hummel fragt sich, bist du in psychologischer Behandlung? Nein, bin ich zurzeit nicht, war ich aber. Finde aber, dass mir einfach der Rückhalt aus der Familie und viele Gespräche mit der Familie fast besser tun, als wirklich regelmäßig in eine psychologische Sprechstunde zu gehen. Damir81 möchte von dir wissen, hast du Flashbacks? Ja, habe ich. Also ja, letztes Mal war ich einfach beim Supermarkt am Parkplatz und ein Mann ist auf mich zugegangen und hat einfach gefragt, ob ich ihm helfen kann mit dem Wagerl. Und ich habe sofort geglaubt, dass der mich überfallen will, weil es einem noch ganz früh war und sonst fast niemand auf dem Parkplatz. Und solche Sachen passieren eben öfters. Fred Humble möchte von dir wissen, kannst du dem Entführer verzeihen? Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, es ist jetzt auch kein Verzeihen, aber es ist jetzt nicht, so, dass ich jeden Tag irgendwie dran denke oder mir denke, ich mag Rache ausüben oder sowas. Das ist es nicht. Also
mir tut er in gewisser Weise auch leid, weil er, glaube ich, auch kein lustiges Leben hat, aber das rechtfertigt natürlich nicht, was er getan hat. Florian Schätzle möchte von dir wissen, wie geht es dir heute? Jetzt mittlerweile ist über ein Jahr vergangen und ich bin auch froh, wenn das Ganze einmal ein Ende nimmt. Also eine Gerichtsverhandlung ist noch offen. Dann hoffe ich, dass ich damit einmal abschließen kann. Und ja, jetzt war auch der erste Jahrestag meiner Entführung. Und wir haben jetzt einfach beschlossen, wir feiern den Tag, als wäre es mein zweiter Geburtstag und machen an dem Tag irgendwas Besonderes.